Servus Burschen, wir sind wieder zurück beim Dax Factory in der Werkstatt. Es geht weiter mit Road to Goat. Und zwar ist heute was ganz Besonderes am Plan. Wir werden die vordere Federgabel verlängern, dass das Moped nicht so nieder ist, so wie ein Kindermoped und ich mit meinen langen Füßen um die Kurven komme überhaupt. Wir werden heute die Vordergabel verlängern und da hat sich der Dax Factory, mein Chefkonstrukteur, was ganz Spezielles einfallen lassen. Das heißt ganz speziell, wir haben das bei Hofstadler Racing, haben wir das angeschaut ein wenig, gell? Aber ja, wir filmen das heute wieder mit und vielleicht will sich der eine oder andere nachbauen, ne? Also wir haben da ein sogenanntes Rohr in ein Rohrsystem. Und zwar das Rohr von der Gabel. Und ein anderes Rohr drüber. Und das Rohr kommt nachher noch ein anderes Rohr, was ich da den 40er Durchmesser habe. Da lenken wir auf. Geht schon. Rohr in ein Überrohr. Jetzt müssen wir die Ringe aussuchen. Eventuell so. Rohr in ein Rohr bedeutet, dass du ein Rohr ins andere reingesteckt hast, ne? Okay. Also und jetzt messen wir sie aus nachher, nicht? Wie viel Zentimeter ist man aufgegangen, oder? Was sagt die Zürcher? Multipliziert mit der Hofstadler Rechnungskonstanten sind es 12 cm. Okay. Komm mal vor, wie damals mit dem Papa in der Werkstatt, wie wir alles nachgebaut haben. Was ist mit der Zugposaune? Ich wollte immer Zugposaune lernen und hab jetzt keine Hände gehabt. Was, so viel? Sind das 12? Sind es 12? Das ist schon viel. Das ist schon arg, Alter. Das ist mir fast zu arg. Das sind nicht. Mit dieser Lierbandel, wo wir vorher waren, da sind wir da raufgegangen. Wie viel halber? Okay. 12? Können wir noch weniger genau machen? Ja. Schauen wir mal, wie das ausschauen würde. Achso, und da oben hast du die jetzt. Ja, die messen wir halt nachher noch kürzen, aber. Da kommt noch die drauf, okay. Das erste, kann man euch schon mal so herzeigen, dass das nachher so ausschaut. Achso, das wird jetzt da angeschnitten, nicht? Und dann passt das genau da drauf. Auch. So, jetzt fassen wir das zusammen, oder? So, jetzt fassen wir das zusammen. Das erste drum haben wir schon. Dann haben wir die Masse genommen. 40 mm. 153 mm. Jetzt machen wir das einfach ein zweites Mal. Das, was 40 cm ist. Das, was 40er Durchmesser ist, machen wir 40er, 40x40. Und das, was 40 innen hat, ne? Ich glaube 44 hat. Und innen 40, ne? Ah, 43 ist auch noch halber. 43 hat. Machen wir 135. Okay. Und jetzt werden noch die Enden bearbeitet halt, ne? Die, was du da mit der Flex vielleicht ein bisschen langgeschnitten ausgefranst hast, das wird jetzt bearbeitet, oder? Das heißt, so kann man eigentlich im Prinzip, wenn man es ausmisst, die EBR-Gabel auch verlängern. Ja, natürlich. Darf ich aber nicht machen. Aber die EBR ist ja mal prinzipiell schlecht. Okay. Okay, danke. Jetzt haben wir die Kanten bearbeitet. Jetzt passt das ineinander. Das ist unsere Verlängerung, ne? Das Runde ins Runde. Ein Zentimeter lassen wir es reinstehen. Circa. Das wird dann dort verschweißt. Müssen wir nachher genau ausmessen, bevor wir es schweißen. Bevor wir da Schweißnaht drüber ziehen.
Mhm. Aber eigentlich ein Dead-Show gekriegt. Ne? Mittlerweile bei uns eingetroffen, Stodek, Staatsmeister Rubi, Buchwerksfahrer. Wie viel hast du verdient bei Buch, nur dass wir wissen, warum sie zu Grund gegangen sind? Viel zu wenig. Sag einmal, wie viele Tausender? Viel zu wenig. Buchwerksfahrer. Viel Tausender, aber zu wenig. Warum? Kannst du das jetzt mal offiziell erzählen, warum Buch nicht mehr gibt? Erzähl uns das einmal jetzt. Nein, bitte. Warum nicht? Du bist der Einzige, was dort gearbeitet hat. Ja, das ist einfach. Ja, arbeite mit deinem Blödsinn. Jetzt wird's gefährlich, Gas ist Auftrag. 5000 Bar. Schweißgerät wird auch Auftrag. Okay, du hast das jetzt fertig geschweißt. Wie schaut so, das jetzt aus? Das ist jetzt mein neuer Auspuff, das man durchgerost. Jetzt machen wir gleich so eine Steckversion davon. Falls die Stickel durchgerost ist, nehmen wir das raus. Halt, braucht man nicht einmal drauf. Okay, und jetzt zeig ich euch, was das Ergebnis ist. Wie das einmal ausschaut, damit ihr sich einmal vorstellen könnt, wie das überhaupt ausschaut. So ist es jetzt verschweißt worden und da der obere Teil, der ist jetzt dafür die Brücke. Okay, sehr gut, ja. Und der ganze Teil wird jetzt drüber. Da müssen wir den. Deppert, perfekt, hä? Das ist immer ein Kechengang. Mhm. So, als nächstes kommen da der Flex-Schlitt rein. Was passiert? Zu was dienen die? Innen machen wir das. Innen machen wir da einen Flex-Schlitt. Dann schmeißen wir Mutter. Ja. So ein ganz Winkel. Mit einer 6er Scheife. Dann können wir das anziehen am Lenker, dass das auch mega gut wird. Also auf der Gober am Holm, ne? Ja. Okay. Und das reicht, dass man das zusammenziehen kann. Da kommt eine Mutter hin und auf der anderen Seite und wieder bohren wir da durch und sitzen das ganze nochmal daher. Okay, und da kann man dann zusammenziehen, das was du da eingeschnitten hast. Kann man das zusammenziehen. Perfekt. Comprende. Die Seite ist fertig. Da kann man das Ganze zusammenziehen, damit es auch hält am Gabelholm. Und da oben wird dann die Brücken angemacht. Dax Factory Qualität, perfekte Qualität. Und jetzt das grande Finale, Dax, oder?
Sollen wir da Hochzeitsmusik dann einblenden im Film? Kanon in D machen wir dann nachher dazu. Und das war unsere Gabelverlängerung, oder? Die Rogane! So, und jetzt ist die Gabel 12 cm länger. Was soll das bewirken, Dax? Jetzt zum einen kommt das Moped weiter rauf, höher rauf. Zum anderen können wir den Kotflügel ganz normal montieren. Und schlagen da dann immer auf der Brücke an. Ja. Mhm. Perfekt, oder? Jawohl. Dann war es das wieder mit der Erfolg. Wir haben erfolgreich die Gabel verlängert und demnächst wird das Ganze dann wahrscheinlich eingeschweißt werden in den Rahmen. Und dann steht das Moped eigentlich schon mal auf seinen eigenen Füßen, oder Dax? Wahrscheinlich erst eine Testfahrt machen im Berg, aber gell? Gut, bis zum nächsten Mal. Wenn ich dich wieder sehe.